In der Saison 1995-96 mischt Hansa Rostock als frecher Aufsteiger die Bundesliga auf. Einer der Leistungsträger, Innenverteidiger René Schneider, der an der Seite von Steffen Baumgart dem BVB in dessen Meistersaison die einzige Heimniederlage zufügt. 1996 verpflichtet Borussia Dortmund den frisch gebackenen Europameister. Nicht nur Borussia Dortmund hatte da angefragt, halt auch Bayern München war eben im Rennen halt. Also ich habe beide Vereine besucht halt. Ich war bei Herrn Meier, Herrn Niebaum, war auch in München gewesen, bei Herrn Hoeneß, Herrn Rummenigge. Ja, und dann entwickelt man einfach ein Gefühl. Man bespricht sich mit der Familie nochmal kurz, wo sieht man die Perspektiven halt. Borussia Dortmund, deutscher Meister halt. Wie gesagt, mein Idol war damals immer der Jürgen Kohler gewesen halt. Und das hat mich dann nachher irgendwo dann auch bewogen, halt zu Borussia Dortmund zu gehen. Ja, und dann, die Geschichte kennt man ja dann irgendwo. Dann wurde es ja etwas schwieriger. Was als Heldengeschichte geplant war, wird ein Drama. Nicht ein Spiel gemacht für Borussia Dortmund, um gleich im Krankenhaus zu landen. Also das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Aber ich hatte mir im Training, im Prinzip in der Schweiz halt, habe ich einen Schlag gegen gekriegt halt, und da ist mir oben so ein kleiner Knochen abgesplittert. Und da war ein freier Gelenkkörper drin. Aber das war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Schneider kämpft sich zurück, debütiert am 10. Spieltag. Ja, mache mein erstes Spiel für Borussia Dortmund gegen Duisburg, glaube ich, war es. Und kurz vor der Halbzeit fällt mir Salou auch aufs Bein. Also ich habe gleich zu Zölle in der Halbzeit gesagt, irgendwas ist da jetzt richtig kaputt halt. Ne? Ja, da hatte ich Sinusmoseriss. Also es war ein halbes Spiel für Borussia Dortmund gemacht und sofort wieder klassisch rausgekickt. So kommt er in seiner ersten Saison beim BVB nur zu 4 Kurzeinsätzen. Aber bei seinem einzigen Champions-League-Einsatz erzielt er im Viertelfinale sogar sein erstes Tor. Darum bin ich zu Borussia Dortmund gegangen, zu spielen halt, dem Publikum zu zeigen, hier bin ich. Im Viertelfinale haben wir gegen Auxerre gespielt. Ich habe ein Kopfballtor gemacht, glaube ich. Und dann sind das natürlich so Highlights, wo man dann wieder Kraft rausgezogen hat. Aber es wird nicht besser. Der Leidensweg will nicht enden. Auch sein zweites Jahr beim BVB ist geprägt von Verletzungen. Also man hatte mal versucht, sich wieder ranzukämpfen. Aber dann fing das ja auch mit dem Knie nachher an. Da war ich ja auch nochmal in Berlin, wo ich ja operiert habe, wo der Doktor dann doch sagte, das Knie, das sieht nicht gut aus. Da 50-50, dass du überhaupt nochmal Fußball spielen kannst. Und so setzte sich ja das immer weiter fort halt. Ne? Ich hatte ja nachher im Knie gar keinen Knorpel mehr. Es war ja der Knochen auf Knochen halt. Ne? Begleitet wird diese Phase seiner Karriere von einer großen Ungerechtigkeit. Ich habe ja nun mit den Fans auch eine schwierige Situation gehabt. Also mir wurde das ja damals so ausgelegt, ja, der sozusagen Fußballmillionär verweigert die Arbeit. Ich habe damals eine Woche trainiert nach meiner Verletzung und habe zum Trainer gesagt, ich bin noch nicht so weit. Das wurde ja dann breitgetreten von Nevio und die Medien dann auch, ne, wie gesagt, große Überschrift. Verweigert Arbeit und das kam natürlich beim Dortmunder Publikum überhaupt nicht gut an. Ja, für mich war das Wahnsinn, ne? Also, dass man vom eigenen Publikum ausgepfiffen wird, wo man eigentlich so das Gefühl hat, Mensch, versteht mich denn keiner halt? Ne? Arbeitsverweigerung, das war noch nie mein Thema. Ich wollte immer spielen, wollte immer schnellstmöglich auf dem Platz halten. Aber ich weiß natürlich auch, dass man das auch vernünftig einordnen muss. Ne? Die Leute wissen es nicht besser, lesen die Zeitung halt. Ne? Ich fand das halt nur schade, dass man im Nachhinein das nicht auch vom Vereinsseite eben richtig gestellt hat. Ne? Trotzdem bringt er es auf 12 weitere Einsätze. Im UEFA-Supercup-Rückspiel gegen Barcelona spielt er das einzige Mal über 90 Minuten. Und in der Bundesliga wird er gegen Bielefeld nach 58 Minuten eingewechselt und wird beim 3:2-Erfolg mit 2 Toren zum Matchwinner. Ja, an die Tore, da erinnert man sich, gerade als Abwehrspieler ist ja nicht alltäglich, freut man sich natürlich drüber, ganz klar. Da weckt ja doch so ein bisschen Erinnerungen und so. Da ist ganz schön, auch mal wieder zu sehen, Papier.
In seinem dritten Jahr in Dortmund macht er kein einziges Spiel mehr. Der härteste Gegner war dann auf einmal mein Körper, nicht mehr mein Gegenspieler. Man wusste dann gar nicht, auf einmal fängt man dann an, auf dem Platz in den Körper reinzuhorchen. Und es hat dann nicht mehr funktioniert. Ich bin trotzdem dankbar für diese Zeit, muss ich sagen. Auch die ganzen Leute natürlich, die bei Borussia Dortmund tätig waren, halt, mit denen ich zusammengespielt habe. Das waren ja nun auch Größen dabei gewesen, wie Cesar halt, ne? Wie gesagt, Jürgen halt, Steffen. Das hat richtig auch trotzdem Spaß gemacht. Dortmund ist eine tolle Stadt. Der Verein ist super halt. Ne? Ich freue mich immer wieder halt, wenn ich da das Stadion sehe halt, ne? Und Borussia Dortmund ist Borussia Dortmund, das ist ein Highlight. Halt, ne? Dort zu spielen, die Fans, wie sie die Hingabe und sowas, das ist toll. Das, was die wenigsten auf dem Schirm hatten bei René, ist einfach, dass er Tore gemacht hat. Der stand mit einmal neben dir als Stürmer und hat als Innenverteidiger Tore gemacht, für uns sehr wichtige Tore, auch in der zweiten und in der ersten Liga, weil er hat ein richtiges Näschen gehabt und er war ein sehr guter Innenverteidiger. Heute lebt René Schneider mit Frau und drei Kindern nahe Rostock. Er ist dem Fußball immer treu geblieben. Ich habe jetzt hier die Fußballschule damals gegründet, halt Fußballschule René Schneider hier in Rostock. Wir betreuen seit 20 Jahren die Jungs und Mädels und versuchen da den einen oder anderen den Weg zu ebnen halt, und das macht riesig Spaß. Eine Fußballschule, die eine Besonderheit aufweist. Es sind im Jugend- und Seniorenbereich Mannschaften entstanden, die unter dem Namen FC Förderkader René Schneider am regulären Spielbetrieb teilnehmen. Die erste Mannschaft sogar in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern. Ist natürlich irgendwo Alleinstellungsmerkmal, was der Verein jetzt hat, ne? Und wir sind einfach stolz insgesamt. Diese ganze Gruppe halt, die so mit René Schneider zu tun hat, glaube ich, eine tolle Geschichte, die wir hier aufgebaut haben, und hoffe, dass das noch ein paar Jährchen geht. René Schneider kann zurückblicken auf 53 Bundesligaspiele, in denen er als Innenverteidiger 10 Tore erzielt hat. Eine herausragende Quote, auf die so mancher Stürmer stolz wäre. Super, aber er hat nur 53 Bundesligaspiele gemacht. Also ganz vorsichtig jetzt, ne? Wenn wir 250 dagegen rechnen oder 245, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Aber bei René hätte durchaus auch seine 300 Spiele haben können. Leider war er immer wieder verletzt. Aber wie gesagt, und das, was Sie noch nicht wissen, ist, dass er 97 mein Trauzeuge war. Also er war schon ein bisschen mehr als nur ein Mitspieler, wie man jetzt gerade merkt. Und deswegen alles, alles Gute zum 50. Richtig. Heute wird René Schneider 50 Jahre alt. Ganz schön alt. Aber es ist auch eine schöne Zahl. Also ich glaube, dass ich sagen kann halt, dass ich bis jetzt dankbar bin für das, was ich erlebt habe. Halt, ich weiß noch damals, wo ich mit 6 draußen auf unserem Hof da gespielt habe, mit meinen Kumpels zusammen halt, ne, da hast du nicht so die Gedanken halt, ja, mal auf einem großen Stadion zu spielen, ne? und dass das alles wahr geworden ist, ne? Mit allen drumheran. Ich bin froh halt, dass ich das alles mitnehmen durfte halt. Und, ja, alles cool.